Guten Tag, in diesem Video werde ich mich zum Thema wenden, wieso es so schlimm ist, wenn ein Mann Anfrage macht, zu sagen bekommt und dann später nichts mehr tut. Es kommt vor in jeder Partnervermittlung und natürlich auch bei uns, dass die Herren sich an uns wenden und dann Anfragen machen und wir fragen beide Frauen, ob Interesse besteht oder nicht. Die Frauen sagen zu, wir leiten die Zusagen an die Herren weiter und die Herren verschwinden. Oder finden irgendwelche Ausreden, aus welchem Grund das Treffen nicht möglich sei. Von einer Seite, ich verstehe die Befürchtungen von den Herren oder die Sorgen von den Herren, okay, die Frau wohnt so weit und ich weiß nicht, ob eine Gastbeziehung jetzt im Moment oder eine Beziehung auf Distanz existieren könnte und ob ich damit umgehen kann, ob ich mir das alles finanziell leisten kann. Ich verstehe das alles, aber von der Logik der Frau müssen diese Überlegungen schon vor der Anfrage gemacht werden. Und die Frau geht davon aus, dass wenn sie eine Anfrage durch eine Partnervermittlung bekommt, dass der Mann sich alles schon überlegt hat, dass er Interesse hat und dass er bereit ist, die weiteren Schritte zu machen. Und zwar die Frau kennenzulernen, anzuschreiben, anzurufen und so weiter und so fort, je nachdem, wie schnell eine Beziehung sich entwickeln sollte. Und die Frauen bekommen Zusagen. Die Frauen bekommen Anfragen von der Partnervermittlung, sagen zu und dann passiert nichts, die Männer verschwinden. Dann kommt noch eine Anfrage, die Dame sagt schon wieder zu und dann passiert nichts. Und stellen sich vor, was dabei die Frau fühlt und was die Frau sich dabei denkt. Die denken, okay, die Männer sind absolut unseriös, die fragen nach, bekommen Zusagen oder sagen wir, die sammeln Zusagen, sozusagen Sammler. Und reagieren nicht, die Männer sind nicht familiär, die Männer sind unzuverlässig, ich will das nicht mehr und ich habe kein weiteres Interesse, die deutschen Herren kennenzulernen. Weiter denken die Frauen, okay, durch diese Partnervermittlung habe ich schon einige Anfragen bekommen und aus diesen Anfragen ist kein Treffen zustande gekommen. Das heißt, die Partnervermittlung ist auch unseriös und die Partnervermittlung ist natürlich an allem schuld. Und diese Enttäuschung wächst und wir sind manchmal so voll von diesen Enttäuschungen von den Frauen, dass wir überhaupt keine Ausrede für die Herren finden wollen bzw. können. Und dann schreiben wir natürlich eine Rundmail an diese verschwundenen Herren mit der Frage, okay, die Zusagen sind da, was weiter? Interessanterweise reagieren einige Herren mit Aggression auf unsere Erinnerung, obwohl eigentlich dass vorher die Initiative des Mannes war, uns anzusprechen, uns zu beauftragen, die Anfragen zu starten. Und wir haben unsere Arbeit geleistet und dann daraus nichts geworden und wir bekommen auch Aggressivität von den Herren als Antwort. Meine große Bitte und natürlich meine Empfehlung, wenn Sie für weitere Schritte nicht bereit sind, wenn sie nicht bereit sind, nach Russland, in die Ukraine, nach Weißrussland zu reisen, um die Frau kennenzulernen, wenn sie für eine Distanzbeziehung nicht bereit sind, dann wenden Sie sich bitte an keine Partnervermittlung. Sparen Sie uns bitte diese Zeit, diesen Aufwand und sparen Sie bitte unseren Damen die Enttäuschungen. Wir wollen keine Frau verletzen und wir wollen keine Frau verletzen lassen. Und wir gehen wirklich immer davon aus, wenn eine Anfrage gemacht war, dann wird was davon. Ein Treffen, ein Kontakt, eine Korrespondenz oder sonst was. Bitte beachten Sie diese Empfehlung und behandeln Sie uns und die Damen mit Respekt. Vielen Dank.